Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Tank Operations European Campaign. Beim letzten Mal haben wir uns ja den Tunesien-Feldzug angeguckt. Hier ist nochmal die Zusammenfassung und die Frage, ob wir vorrücken wollen. 10. Juli 1943. In Afrika haben wir gewonnen. Jetzt gilt es, Deutschland seinen wichtigsten Verbündeten zu nehmen. Italien. Wir beginnen die Operation Husky in den frühen Morgenstunden und landen auf Sizilien. Die Insel gleicht einer Festung, aber das bergige Gelände ist unser bester Freund. Wenn wir dem Gegner die Flugplätze nehmen, haben wir die Schlacht so gut wie gewonnen. Genau, es geht weiter mit Operation Husky, also der Einnahme von Sizilien. Das ist dann also Mission 3. Kurz vorweg, wenn ihr jetzt erst einschaltet und die ersten zwei Videos, die ersten zwei Missionen nicht gesehen habt, oder auch wenn ihr sie gesehen habt, die Entwickler haben unter zwei Videos da bisher umfangreich kommentiert. Das fand ich ziemlich cool. Es gibt auch ein paar Anpassungen. Also Flugzeuge haben sich ein bisschen verändert. Auch das Feedback haben sie gehört. Immer noch der Hinweis, ne, wir sind hier Beta, Closed Beta, keine Ahnung. Also auf jeden Fall Early Access für euch geht frühestens am 8. August los. Und dementsprechend habt ein bisschen Nachsehen. Das Spiel bisher, es ist ja nicht so, dass es irgendwie scheiße ist. Das habe ich ja gar nicht gesagt, sondern es macht schon Spaß. Es sind nur so ein paar Sachen, die fürs Balancing, die ich angesprochen hatte, die es einfach ein bisschen cooler noch machen würden. Thema, das haben auch die Entwickler geschrieben, ist halt immer die Herausforderung bei solchen Spielen, es so historisch akkurat wie möglich zu machen. Und auf der anderen Seite aber auch so spielbar wie möglich. Da muss man halt immer so ein bisschen die Balance finden. Ich glaube, hier in dem Fall ist es eher einen kleinen Tick mehr hin zu Casual und da vielleicht ein bisschen ein bisschen Genauigkeit verloren. Es ist halt jetzt auch kein Steel Division 2, wie ihr es von mir auf dem Kanal kennt, sondern es ist halt auch das Spielprinzip an für sich, macht es natürlich einen Ticken schwerer, das Ganze historisch akkurat zu machen. Aber nur so viel vorneweg. Wir sind also jetzt hier in Mission 3 am 10. Juli 43. Das heißt, der Krieg läuft schon ein paar Jahre und die Deutschen, ja, im Sommer 43 haben hier auf jeden Fall schon ein paar Probleme. Unsere Missionsziele sind hier, zerstören sie, erobern sie die deutschen Flughäfen oder erobern. Aha, 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 cool. Man kann also jetzt auch die Flughäfen erobern. Erobern sie Messina und erobern sie Palermo. Tipp, benutzen sie den Saboteur, um feindliche Flugplätze und Bunker einzunehmen. Ah ja, okay. Neue Einheiten. Eine Wolverine, ein Ranger, Saboteure und PBY Catalina. Ist das ein Schiff? Mal gucken. So, da sind wir doch. Das sieht doch schon mal gut aus. Saboteur. Der Saboteur ist ein Agent mit vielen Spezialaktionen. Er kann feindliche Gebäude einnehmen, sodass der Spieler diese als eigene benutzen kann. Das ist jetzt wiederum so ein Ding. Ein einzelner Mann. Okay, gut. Es ist halt einfach so eine Designentscheidung. Er kann Brücken sprengen und die Aktionen feindlicher Einheiten behindern. Sollte ein feindlicher Saboteur eines der eigenen Gebäude einnehmen, kann man ihn mit einem eigenen Saboteur daran... Achso, sollte ein feindlicher Saboteur eines der eigenen Gebäude einnehmen, kann man ihn mit einem eigenen Saboteur daran hindern. Aber bei all seinen Fähigkeiten ist er wehrlos gegen Angriffe und hält nicht viel Schaden aus. Okay, die Frage ist jetzt, operiert er verdeckt? Oder ist der sichtbar auf der Karte für den Feind? Das ist immer so eine Sache. Also wir sehen hier Sizilien, ja, ziemlich groß gemacht, die Karte, also... Wir haben hier einiges vor, hier unten, was haben wir hier, das ist so schön ein Tiger. Haben so deutsche Einheiten auf Sizilien gekämpft zu dem Zeitpunkt? Ich dachte, die Italiener haben so, naja, das sind ja fast nur deutsche Einheiten und gar keine italienischen. Hier haben wir einen Bunker, die sind richtig assi, hier haben wir Pack, hier haben wir Flak, hier haben wir Flak, was ist das? Artilleriegrille, hier haben wir nochmal eine Flak stehen. Und hier Panzer. Gut. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir, bevor wir landen, vielleicht erstmal die Pack zerstören. Und wir sollen ja die Flughäfen einnehmen. Mhm. Also Palermo hier oben. Machen wir mal die Missionsziele an. Flughäfen werden uns aktuell nicht auf der Karte angezeigt. Oh, erobern sie Messina ist... Wo ist Messina? Also oben war Palermo und Messina... Ach, hier oben in der Ecke. Alles klar. Also wir müssen wirklich ganz Sizilien aufräumen. Was haben wir hier? Das sind Aufklärer. Adlerauge und Alarm.
Gut, dann Schlachtschiff. Ach geil, guckt mal, jetzt haben wir hier sogar noch eine bessere Anzeige. Trefferwahrscheinlichkeit 3%. Schaden. Ah ja, ist es, wenn ich das auf die Einheit ansetze? Und auf die. Okay, jetzt sehen wir auch die Hitpoints hier unten. 382. Schaden größer gleich 3500. Wahrscheinlichkeit unter 1%. Durchschnittsschaden 1300. Mal gucken, ob das mit der Grafik nachher deutlicher wird, wenn wir... was steht hier jetzt? Schaden größer gleich 3000. Ach, okay, das ist das Gleiche. Gut, das ist halt jetzt bei diesen... bei diesen Schlachtschiffen und den Kreuzern ein bisschen schwierig, das, das mit der Grafik da gut einzuschätzen. Müssen wir mal gucken, wie es nachher mit den Einheiten aussieht. So, ist das jetzt hier eigentlich unsere Flugzeugträger? Schlachtschiff. Hat das Ding einen Namen? Nee. Ich würde gerne mal wissen, was das für eine Einheit ist, die wir noch kaufen können. Ach nee, Catalina, das ist hier quasi so ein Wasserflugzeug mit zum Spotten. Ja, okay, verstehe. Gut, naja, dann wie auch immer. Hier. Okay, die Bunker schießen ja zurück, ne? Das wissen wir. Zerstören wir ihm erstmal die wichtigsten Sachen. Und damit er hier nicht abgeschossen wird, fliegt mal hier rüber. Wir fliegen los! Jetzt sehen wir auch, wie viele Sachen sie noch ziehen. Das stand, das vorher schon so da. Bewegungspunkte. Zielgröße ist auch ganz interessant. Okay, also wir sehen schon, es haben sich ein paar Sachen verändert. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Noch kleine Info vorweg. Ich werde das wieder am Stück aufnehmen. Zumindest teilweise. Und dann euch die Folgen zurechtschneiden. Nicht, dass ihr euch wundert. So, lass doch mal den Gegner ziehen. Flugzeuge lasse ich jetzt noch nicht raus, weil ich erstmal die Flak weg haben will. Okay. Das ist ein Panther, oder? Ja. Gut, dann... Ach, guck mal, jetzt sieht das hier ein bisschen anders aus. Schaden. Wir machen ihm... Er hat jetzt 22.500 Hitpoints noch. Jetzt schieße ich mal auf ihn. 100%. Ich bin aus... Ach hier, da kann man sich drinnen bewegen. Okay. Ich check die Grafik noch nicht so ganz, muss ich zugeben. Also man kann jetzt hier die Mauszeiger drinnen bewegen und die Zahlen ändern sich dabei. Ich weiß allerdings nicht, was uns das die Grafik sagt. Vielleicht weiß es ja jemand von euch oder kann es jemand von euch erahnen. So, der... Was ist jetzt die Frage? Was haben wir hier? Sherman, Sherman, Wolverine, GI-Truppen, Combat Car. Wir haben jetzt ziemlich viel Infanterie. Okay. Der hat schon... Der hat schon... Dauntless. Ich glaube, die 20 mm hat sich verpisst. Kann das sein? Okay, das heißt, wir machen mehr Schaden. Ziel zerstört. Okay. Was war Adlerauge? Ah! Guck mal einer an. Dann holen wir uns erstmal das Ding da. Oh nein, nicht genug Reichweite. Shit. Das heißt, wir werden jetzt vermutlich ein Flugzeug verlieren. Wollen wir trotzdem erstmal mit den Panzern anlanden? What? Verfehlt.
Das sind Wehrmachtstruppen, das waren Grenadiere. Die mit Granaten und der gefürchteten Panzer. Ja, okay, das war quasi die Panzerabwehrtruppe. War vielleicht nicht so schlau, dort mit dem Combat Car anzugreifen. Nichts wird uns aufhalten. So. Er kann nochmal angreifen, dann hier. Okay, perfekt. Gut, dann. Wolverine, hohe Trefferchance, Fähigkeit Panzerknacker, schwach gegen Infanterie. Stark gegen Artillerie, stark gegen Infanterie. Hier, Combat Car, komm her. Moment haben wir ja da. M3 Lee Sherman, haben wir nicht genug Geld. So, bewegen können wir sie erst in der nächsten Runde. Ansonsten haben wir alle Einheiten benutzt. Ich hoffe jetzt, dass er keine größeren. Oh nice. Er kommt auf jeden Fall hier mit Panthern an. Da müssen wir auf jeden Fall. Was ist das? Sind das die Saboteure? Da kommt die Artillerie. Ja. Da ist Flugzeuge. Volltreffer. Wow. Verfehlt, okay. Gut. Und tschüss. Ja, okay. Panzer 4. Ich hatte gedacht, ich kann mit den Einheiten noch die Stadt einnehmen. So, jetzt durch. So, ah, shit, er muss. Erstmal den Bunker hier. Das sind die Saboteure, oder? Ne, das sind Scharfschützen. Was können die? Die Scharfschützen legen sich im Wald und Buschgelände und Gebäuden auf die Lauer und nehmen jeden Feind, der in ihre Nähe kommt, aufs Korn. Sie richten dabei insbesondere an Infanterietruppen schweren Schaden an. Die haben MG? Seit wann haben Scharfschützen ein MG? Das finde ich interessant. Alarm. Bei einem Angriff auf die Einheit schießen alle Mitglieder der Gruppe als erstes zurück, sofern sie dazu in der Lage sind. Abklingzeit 5 Runden. Okay. Gucken wir erstmal, dass wir hier den Bunker auf jeden Fall. Das Flugzeug hat. Ach ja, mehr Bomben haben die Flugzeuge jetzt auch. Okay. Ich werde noch nicht so ganz schlau draus. Wir feuern. Volltreffer. Oh. Wow. Das hat ja mal richtig was gebracht. So. Die Wildcats, würde ich jetzt gerne mal gucken. Ne, halt, da müssen wir ins Kaufmenü rein. Wildcats. Geringe Kosten, Fähigkeit Aufklärung, keine Bomben, wenig Trefferpunkte. Hellcat. Stark gegen Luft- und Bodenziele. Dauntlet, sehr stark gegen Bodenziele. Fähigkeit Schutzkampf und Thunderbolt, stark gegen Luft- und Bodenziele. Fähigkeit Volltreffer. Flugzeuge sind immer noch sehr teuer. Okay, jetzt müssen wir hier mal schauen, dass wir uns ein bisschen verteidigen. Achso, die Flugzeuge wollte ich erstmal noch rausholen. Begebe mich dorthin. Der hat schon, der hat schon, der hat schon. Jetzt ist die Frage, Infanterie oder Panzer? Obwohl, ne, mach mal die hier. Das sind die Wehrmachtstruppen Grenadiere. Die Grenadiere sind echt scheiße für uns. Wir könnten jetzt den Panzer opfern und erstmal das Geld uns holen für die Stadteinnahme. Oder wir nehmen. Gebe mich dorthin. Wird erledigt. Kein Problem. So, das geht natürlich auch. Dann nehmen wir ihn erstmal und. Machen wir! Wow. Das Blöde ist, dass die Wolverine. Auf den Weg. Sehr gut. Und jetzt mal. Verfehlt. Gut, das war klar. Ach, hier sitzt gerade. Ich frage mich mal, was die gestrichelte Linie bedeutet. Aber ich höre jetzt auf, darüber zu spekulieren. Setzen uns in Bewegung. Hier, das Flugzeug ist ein bisschen nervig. So, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Wir können auch Combat Cars setzen. Am besten mal hier. Und da. Und das sind. Warte mal, das sind Grenadiere. Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal die Wehrmachtstruppen angreifen. Brauchen Verstärkung? Aye, Sir. Wow, euer Ernst?
Shit. Bestätige. Sehr effektiv kicken. Oh wow, shit. So, wie viel Geld haben wir? 9.100. So, wir könnten... Ach hier, das ist der mit dem Motorrad. Das ist ja cool. Flak, aber wir haben keine Art. Doch, hier, Haubitze. Können wir die LKWs auch kaufen? Wir haben keine LKWs. Was? Doch, die sind hier nur... Warum sind die... Warum sehe ich die hier nicht bei alle Einheiten? Okay, es gibt LKWs. Es gibt einen Munitionswagen. Ein Laster für die Infanterie. Und ein Bauwagen. Das Problem ist ja nicht, den Bauwagen jetzt... kaufen mal ein. Die Haubitzen waren sehr effektiv. Also kaufen. Und so die Wildcats, die ich jetzt rausgeschickt habe, waren gut gegen nichts. Keine Bomben, wenig Trefferpunkte. Wir brauchen was mit Bomben. Stark gegen Luft- und Bodenziele. Dann nehmen wir mal noch ein paar Hellcats hier. So. Und wechseln die Runde. Ich glaube, ich habe jetzt vergessen, die Flugzeuge zu ziehen. Kann das sein? Er ist uns überlegen. Wow, die Scharfschützen schießen auf den Panzer. Das ist mir eigentlich egal. Die Frage ist, was die... ja, okay. Mata. Shit. Diese Artillerie muss raus, definitiv. Okay, die Wolverine hat zwar hart erwischt, aber wir haben die Grenadiere rausgekriegt. So, hier oben noch an. Ja. What? Gut, das waren die Combat Cars. Das war jetzt irgendwie. Oh, der Bunker geht nicht raus, scheiße. So, die Flugzeuge. Hellcat. Wildcat. Jetzt habe ich wieder den. Nein. Okay, die können beide. Ein fassförmiger Mittelstrecker und ein Sonderflugzeug auf den Flugzeugern der US-Marine. Es ist nicht das beste Flugzeug der Air Force, aber ein solides Jagdflugzeug, in dem ein gut ausgebildeter Pilot sich gegen die meisten anderen Jäger behaupten kann. Okay. Ich komme nicht nah genug ran. Das ist mein Problem. Das ist ein verdammtes Scheißproblem. Mit denen komme ich nah genug ran. Jawohl. Greifende Arbeitstreffer haben schwere Schäden erlitten. Ach komm. Setzen uns in Bewegung. Ziel erfasst. Ziel zerstört. Sehr gut. So, der kann ja... Was ist, wenn ich ihn hier... Der kann ja trotzdem das Bodenziel angreifen? Nee, kann er tatsächlich nicht. Da kommt noch ein Flugzeug. Was bist du? Fokker Wolf. Was haben wir hier in Infos? Einer der Standardjäger. Okay. Dann. Begebe mich dorthin. Volltreffer. Wow. Okay, das ist am Anfang hier echt ein bisschen. So, greifen wir. Jawohl. Wir werden angegriffen. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Reparatur-LKW jetzt hier. Die Frage ist, wen? Hallo? Die Wolverine. Ah, er kann beide reparieren. Geiler Scheiß. Könnt ihr auch kämpfen jetzt noch? Ne, sieht nicht danach aus. Schlecht. Schlecht. Das sind Grenadiere und das sind Wehrmachtstruppen. Oder wir erstmal den Marder. Das ist eins von beiden. Das Problem ist, dass die Grenadiere halt unsere Panzer zerlegen. Das ist richtig scheiße. Andererseits... Oh, das war natürlich jetzt nice.